herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Rise of the Tomb Raider. Okay, neue Woche, neues Glück. So. Ich muss leider Gottes ganz kurz wirklich hier reingucken. Okay, hier ist eine junge Dame, die rein theoretisch unsere Hilfe bräuchte. Jetzt weiß ich nicht, wollen wir wirklich erstmal hier noch ein bisschen was machen oder schnell die Mission durchziehen? Was wir auf jeden Fall finden müssen, ist diese Taucher-Maske. Ich will unbedingt nämlich da lang tauchen. Ich habe ja ein bisschen was gefunden, wo man lang tauchen kann. Okay, wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Habe ich ihn getroffen? Nee, der haut schon ab. Ah, du dummes Dreckschwein. Okay. Nein, 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 nein. Du bleibst da oben. Warum kann ich das Vieh nicht halten? Okay, das will wirklich nicht. Okay, der kommt da raus, das steht schon mal fest. Okay. Will der jetzt gerade nicht rauskommen? Komm schon, Kumpel, komm raus. Gut, okay, er will nicht. Dann würde ich sagen, wir ziehen mal weiter. Verbündete in deiner Nähe. Das weiß ich. Oh, was haben wir hier? The day I feared has come. There can be no more denying it. The helicopters we saw last sundown represent a new incursion onto our lands. We have grown up in the shadow of our parents' struggle, and now it seems we will have our own. But the sacred duty must be done. We must protect the source of God's grace on earth. Okay, das sind wirklich die Beschützer von der Quelle. Also rein theoretisch müssten wir uns mit denen ja eh gut stellen. Also eigentlich sind wir es ja schon, wenn man es so sieht. Falsch. So. Ja, dann würde ich sagen, wir machen erstmal ein bisschen missionstechnisch was, gucken, was auf uns zukommt. Und dann ziehen wir direkt weiter, weil ich denke mal, wir werden hier nicht einfach so quer durch das Gebiet durchmarschieren. Hier gibt es auch noch eine Herausforderung. Hab ich gerade gesehen. Die ploppt ja nicht ohne Grund auf. Da muss es ja hier eigentlich. Muss es ja hier was geben. Moin! Ah, das wird das hier sein, dann gehen wir vorher da rein. Ja, das ist das auch, okay. Na, was haben wir hier? Das können wir nicht mitnehmen. Nur Giftpfeile? Jo. Okay, sich das
irgendwie kaputt machen? Ich? Muss ich da gegebenenfalls dran springen? Oh. Schön mit dem Schädel dagegen geknallt. Valera, das wird morgen richtig gute Kopfschmerzen geben. Okay. Es lässt sich aber auch nichts machen irgendwie. Nicht wirklich. Lässt sich da irgendwas hinschieben? Lässt sich irgendwie irgendwo dran kraxeln? Auch nicht. Kann die hier tauchen? Auch. Ups. Weg. Rausspringen ist auch nicht so drinne. Das will alles nicht so. Okay, dann haben wir definitiv wahrscheinlich noch einen Kryptoeingang, wo wir ein bisschen rumrätseln müssen. Wie wir da reinkommen. Außer wir kommen hier rein. Nicht? Kann man nicht tauchen? Jetzt muss ich kurz gucken, wo war hier die Tauchentaste? Tauchen wir hier. Okay. So. Nope, da geht's nicht rein. Gut, vielleicht müssen wir wirklich erst storymäßig ein bisschen was weitermachen. Um da wirklich erst ranzukommen. I'm not sure these will be enough to cut through. At least we have a few rifles this time. Hello there. Ja, Mahlzeit. Ich denke mal, das werden wir auch machen. Hello there. Hi. War is coming. We have to prepare. We're running out of fletching. We'll need more. We're still putting forth an arrow. So fly with three. What? Ah, ein neues Basislager, okay. Will immer Lara etwas sagen? Nein, möchte sie nicht. Trinity being here. The people they're hurting. That's down to me. I led them here. God, it's happening again, isn't it? People are suffering because of my actions. No. No, you can't think like this, Lara, or you really will drive yourself crazy. Trinity would have found this place sooner or later. At least I had the chance to help stop them. Of getting to the Divine Source first and using it to benefit the world, rather than cause more pain and suffering. Just need to focus. For everyone who's gone before. For everyone I've lost. Just keep moving. Okay. Also Lara macht sich schon wieder Sorgen, dass sie eventuell Trinity zu diesem Lager hier geführt hätte. Was völliger Blödsinn ist, weil, wie sie schon sagt, früher oder später hätten sie es so oder so dahin geschafft. Die waren ja eh schon eigentlich auf dem Weg dahin. Ups. Das war echt zu eilig. Kann man... kann man das nicht. Das Ding sieht schön, ey, wenn Lara das Ding in der Hand hat, das sieht aus wie Ultimate groß das Ding einfach nur ist. Naja, okay, so, ach, schon wieder die falsche Taste. Jetzt wollten wir jetzt mal noch ganz kurz das hier angucken. Ah, stimmt. Die MP haben wir ja fertig gemacht. Das Repetiergewehr müssen wir jetzt noch machen. Stoß, Schussfrequenz, okay. Immer. Das jetzt natürlich noch updaten. Was wir natürlich gerade nicht können, weil wir natürlich das ganze Zeug nicht haben.
wir das Ding natürlich auch noch besser machen. Was wir gerade nicht können, weil wir, wie gesagt, das ganze taktisch haben. Jetzt überlege ich aber, lasse ich. Ich werde die wahrscheinlich lassen, weil die einfach schneller ist. Laura, I could use your help. Aha. Our people are spread thin across the valley. If you light the signal tower, they'll know that the danger is imminent. I'll do what I can. Once the fire is lit, they'll know what to do. Erreichen Sie das Signalfeuer auf dem Turm. Warte mal, kann ich das Hühnchen grillen? Jo! Muss das ja mal ausprobieren, ne? Okay, so, gut. Es tut mir leid, aber ich musste das echt gerade mal ausprobieren. Warum hält die sich da nicht fest? Ja, die hängt jetzt. Ich würde gerade schon sagen, warum hält die sich da einfach nicht fest? Mit Sicherheit auch einen anderen Weg hier hochnehmen können, wie eine Treppe oder irgendwas. Das wäre mit Sicherheit auch gegangen. Jetzt merkt das ganz kurz. Da war was, ich weiß, ich habe es gesehen. Ich werde mir das auch gleich nochmal angucken gehen. Wo zur Hölle muss ich hin? Also, da. Ja, ich denke mal, das wird das da oben sein, ne? Das wird das Signalfeuer sein. Ich anzünden muss. Ist das das? Das ist das. Okay, dann sollte ich vielleicht vorher zurück. Und das Ding aufmachen. An iron coin with one side cut and shaped into a crude claw tool. Perhaps to remove nails. Schon wieder, noch ein. Ja, scheint es echt viele zu geben, ne? Nur mal so nebenbei. So, hier gibt's auch massig Truhen. Das scheint da unten zu sein. Krypta-Eingang. Moin! Komm ich nicht lang? Ne. Okay. Da auch nicht. Ja, dann gehe ich einfach mal da runter. Gucke ich mir das Spektakel da unten an. Okay, eigentlich eine ganze Folge lang gar nichts gemacht, außer hier ein bisschen durch die Gegend zu rennen. Jetzt überlege ich schon, ob ich die Folge vielleicht 2-3 Minuten länger mache. Wo sind die jetzt drüber gefallen? Ernsthaft? Wegen so einem kleinen Ding? Stolpert die hier? Ist doch nicht der ja ernst, oder? Okay, ich weiß, ich habe jetzt übrigens die Karte benutzt, um zu gucken, wo der Krypta-Eingang ist. Eigentlich möchte ich das ja gerne alles so finden, aber ich merke schon, dass das Spiel ist einfach viel zu weitläufig, um das wirklich alles irgendwie selber zu finden. Oh Gott, das war vielleicht dumm. Ich dachte mir, ich kann mich da festhalten. Weil ich habe gemerkt, das sind dann eigentlich nur noch Spinnweben. Das habe ich dann aber erst gemerkt, als ich schon geflogen bin. Das war ein bisschen schlecht. Okay, und ich habe einfach zu viel Zeug, merke ich gerade.
Aurora, the physician. Was haben wir hier? The road to Katesh was long and hard. Infirmity, illness, and injury abounded. Aurora was a believer trained in the ways of Hippocrates and the great Roman healers. It is because of her that so many survived the journey to Katesh. It is her legacy that knowledge of healing continues to be passed down among believers. Okay. So, das hier sieht mir ein bisschen suspekt aus, den vertraue ich ja gerade nicht so. Ist mal die erste Krypta, wo ich sagen muss, hier könnte mich eventuell sogar was erwarten. Was ich im Endeffekt sehr feiern würde. Immer noch. Das kann ich ja nicht mitnehmen. Karte aktualisiert, sehr gut. Interessante Orte. Fantastisch. Eigentlich schade, dass man zu den Wandgemälden, die es so gibt, dass man da nichts irgendwie dazu hat. Diverse Story etc., die es vielleicht ausgerechnet zu dieser Krypta gibt. Antiker Bogen, Teil 3 von 4. Okay. Ja, dann würde ich ja fast sagen, ich habe hier unten alles, ne? Ich habe das Wandgemälde, ich habe das Dokument. Ich habe den Schatz, also ich würde sagen, ich habe alles. Oder gibt es hier vielleicht noch irgendwas Unterwassermäßiges? Irgendwas, was ich übersehen habe? Hier gibt's noch irgendwas? Ja, erstmal irgendwie in der Luft festhalten, das ist... Okay, nee, von hier komme ich. Ja, von hier komme ich. Es ist jetzt also nichts Weltbewegendes. Okay, ja, dann war das eine recht chillige Krypta. Zack. Ja, das kann ich alles nicht mitnehmen. Eigentlich schade, aber naja, okay. So, gut. Suche ich mir noch einen hübschen Aussicht. Oh, die nehmen wir noch mit. Kommt. Schwere Pistole, Ausrüstungsteil, guck an. So, hier stellen wir uns hin. Haben wir einen übel geilen Ausblick. So. Können wir jetzt hier nämlich auch den Endcut machen? Ich weiß, in dieser Folge ist nicht allzu viel passiert. Muss ich mich auch wirklich dafür entschuldigen, das tut mir sehr leid. Nächste Folge wird das Ganze definitiv wieder anders werden. Da wird es auch wieder ein bisschen mehr Action geben. Ansonsten, wenn euch die Folge trotzdem gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Solltet ihr noch kein Fan von mir sein, rechts daneben oder drüber, um Gottes Willen, bin ich mir gerade nicht so hundertprozentig sicher, gibt es einen Abonnieren-Knopf, da könnt ihr gerne drauf drücken. Wenn ihr Teil
meines Shits werden wollt. Ansonsten schreibt mir doch einen Kommentar. Ansonsten sage ich nur, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Lasst es euch gut gehen. Haut rein. Ciao.